So. Wir haben einen Fluss, den nennen wir mal F, oder? Umbenennen, den benennen wir mal in F. Ach, heißt schon F, okay. Jetzt kann man in GeoGebra hier mit rechter Maustaste Beschriftung anzeigen. Ah, wird schon angezeigt. Hier unten habe ich gar nicht gesehen. Genau. Ist ein bisschen klein, aber naja. Können wir da die Größe ändern? Weiß ich gar nicht. Habe ich noch nie gemacht. Größe F. Bitte? Ja, nee, ich würde gerne die Schriftgröße ändern von F. Nee. Ich glaube nicht. Naja, okay, wir können damit leben. Und dann haben wir nur eine gerade. Noch. Okay. Also wir haben einen Fluss F. Ja? Und wir haben einen Punkt hier, R. Das Rotkäppchen. Okay. Und wir haben einen Punkt G, die Großmutter. So, die Frage oder die Aufgabe ist, Rotkäppchen will zur Großmutter auf dem kürzesten Weg, aber unterwegs noch Wasser am Fluss holen. Ja, also es will irgendwie, der kürzeste Weg wäre natürlich hier die Strecke von R nach G, ne? Also direkter Weg von R nach G. Rotkäppchen, Großmutter, fertig, erledigt. Aber sie will vorher am Fluss noch Wasser holen. Das heißt, also warum wir Rotkäppchen am Fluss Wasser holen, keine Ahnung. Ist auch egal, oder? Wer kann eine Aufgabe hätte vielleicht sinnvoller machen können, wie, keine Ahnung, ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau will den Brand bei Punkt G löschen, muss aber vorher einen Fluss, um Wasser zu holen. Das macht mehr Sinn. Aber vielleicht stell dich vor, das Haus von Großmutter brennt und Rotkäppchen muss das Haus löschen. Okay, den Brand löschen und muss vorher dringend zum Fluss und dann auf dem kürzesten Weg, damit es besonders schnell geht. Jetzt. Aha, okay, jetzt ist es total logisch. Gut. Welche Möglichkeiten gibt es? Ah, ich kriege gerade den Tipp auf Twitch. Man kann unter Einstellungen global die Schriftgröße erhöhen. Erweitert. Schriftgröße. Ha. Ach nee, ist die Menüschriftgröße. Ah, naja, ich glaube. Vielleicht hier unter Eigenschaften. Grundeinstellungen. Nee. Hier. Nee, auch nicht. Na gut, das kriegen wir noch raus, wie man das macht. Ist jetzt egal. So, okay. Also, welche Möglichkeiten gibt es? Oder habt ihr einen Lösungsweg gefunden? Wie kann Rotkäppchen am schnellsten zur Großmutter kommen? Über den Fluss. Also, um vorher noch Wasser zu holen. Ja. Stopp. Genau. Na, also können wir erstmal festhalten, Rotkäppchen kann natürlich ganz unterschiedliche Wege wählen. Also sie kann erstmal hier zum Beispiel direkt runter zum Fluss laufen und dann rüber zur Großmutter oder hier hinlaufen und dann zur Großmutter oder dorthin laufen und zur Großmutter oder vielleicht. Das wäre jetzt nicht so ganz klug, aber vielleicht hier hinlaufen und dann zur Großmutter und so. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und aber vermutlich unterschiedliche Möglichkeiten verschiedener Länge. Welche davon ist die kürzeste? Welche ist die kürzeste?
Was habt ihr euch überlegt? Ja. Also, wir haben erstmal den Punkt von der Großmutter am Fluss quasi gespiegelt auf die andere Seite. Ja, stopp. War das eure erste Idee? Also, wir haben, also unsere allererste Idee war rumprobieren. Und haben halt gemerkt, jeweils, egal, man unterscheidet sich immer, wenn es nur wenige Millimeter ist. Und da haben wir einfach ungefähr abgeschätzt, wo das realistische ist, was kürzer ist, kam aber nicht auf einen ganz genauen Punkt. Okay, also ihr habt erstmal ausprobiert, ne? Strecken gezeichnet, gemessen, festgestellt, es unterscheidet sich immer irgendwie ein bisschen, aber es war unklar, wo genau ist der kürzeste Weg. Ah ja, okay. Wir greifen erstmal ein paar andere Intentionen auf. Deine Intuition war, da wo man 90 Grad hat. Also wie würde Rotkäppchen jetzt laufen? Also du möchtest hier hin direkt sozusagen, achso, der Winkel hier soll 90 Grad haben. Also sie geht hier runter, dann hoch und das soll 90 Grad Winkel sein. Ja, ich muss gerade überlegen, wie konstruieren wir das? Die Idee, wir konstruieren mal die Idee, okay? Das machen wir mit dem Thaleskreis. Ich mache hier eine Strecke hin, konstruiere eine Strecke, dann den Mittelpunkt der Strecke. So, jetzt konstruiere ich einen Kreis um diesen Punkt mit Radius der halben Strecke. Und jetzt, erinnert euch, der Thaleskreis besagt, jeder Punkt hier auf dem Kreis bildet einen 90-Grad-Winkel mit R und G. Na, also ich kann jetzt hier irgendwo einen Punkt hinsetzen. Passt auf. Setzen wir einfach einen Punkt auf den Kreis. Den kann man dann schön bewegen. Ne? Burp, burp, auf dem Kreis entlang. Lalala, so. Und jetzt kann ich hier zwei Strecken ziehen. Und wenn ich jetzt den Winkel messe, kann ich den Winkel messen irgendwo. Ja, durch einfach Winkel einzeichnen. G.R, immer gegen Uhrzeigersinn, A, rechter Winkel. So, und jetzt kann ich den Punkt hier bewegen und es bleibt immer ein rechter Winkel. Na, will ich bewegen. So, bleibt immer ein rechter Winkel. Satz des Thales. Thaleskreis, sagt man auch. Gut, das heißt also, der Schnittpunkt des Kreises, na, der Schnittpunkt des Kreises mit dem Fluss wäre genau der Punkt, den du meinst. Dummerweise gibt es aber zwei Punkte, nämlich den hier und den hier. Und die sind nicht beide gleich lang. Und die sind ehrlich gesagt auch nicht die kürzesten. Ja, klar, ist gut. Ja, genau. Ich mache es ja absichtlich, möchte ich ja diese Überlegung machen, weil ich möchte euch zeigen, dass man solche Hypothesen sehr gut mit GeoGebra untersuchen kann. Ja? Man könnte jetzt ja Folgendes machen. Ich mache das alles nochmal rückgängig. So, wir brauchen den Schnitt, die Schnittpunkte von Kreis und Fluss. Und dann wäre das hier dein vorgeschlagener Weg wahrscheinlich. Jetzt können wir überlegen, warum wird das wahrscheinlich nicht der kürzeste sein? Das ist ein bisschen schwierig. Das sieht man vielleicht. Keine Ahnung, ne? R und G sind ja beliebig gewählt gewesen. Die können ja auch irgendwo anders liegen. Angenommen, G liegt ganz nah am Fluss, dann wäre das ganz bestimmt der kürzeste Weg. Wenn jetzt aber R ganz nah am Fluss liegt, also angenommen, R liegt hier und die Großmutter da, dann wäre ja wahrscheinlich
der kürzeste Weg von Rotkäppchen zur Großmutter, hier kurz zum Fluss zu springen und dann den direkten Weg zu nehmen und nicht erst am Fluss entlang zu laufen und dann noch hoch zu laufen. Ach so, jetzt müsste der rechte Winkel auf die andere Seite. Ja, dann wird vermutlich das Problem entstehen. Wenn du diese Situation hast. Denn dann könnte man ausmessen, dass dieser Weg und dieser Weg sind ja dann gleich lang, aber beide länger als dieser Weg. Also man kann mit GeoGebra ja so ein bisschen rumexperimentieren und probieren, ja? Ja? Die Mitte zwischen den beiden Punkten. Ja, also, du möchtest die Parallele ziehen, Entschuldigung, die senkrechte Gerade, so. Und da auch. Genau, dazu muss ich erstmal die Gerade. Appala. Könnt ihr bitte die Seitengespräche mal einstellen? So, wir schneiden diese beiden Geraden, wir schneiden diese beiden Geraden. Und jetzt hättest du gern den Mittelpunkt. Von diesem Punkt, naja, falsch. Warte mal, ich muss mal kurz diesen Punkt auf der Geraden ein bisschen wegziehen. So. Du hättest gerne den Mittelpunkt von diesem Punkt und diesem Punkt, ne? Na, hallo? Dieser Punkt und dieser Punkt den Mittelpunkt. So. Und jetzt meinst du, dieser Weg hier ist der kürzeste. Was meint ihr? Wir können ja mal ein bisschen rumexperimentieren, könnte sein. Jetzt gucken wir uns mal wieder Extremfälle an. Ne? Angenommen, Rotkäppchen wäre hier. Dann wäre ja der Weg zum Fluss kurz runter und da hochlaufen zur Großmutter. Viel kürzer als erst hier rüberlaufen und dann da rüberlaufen. Weil es wäre ja praktisch fast der gerade Weg von Rotkäppchen zur Großmutter. Dann wäre also der Mittelpunkt hier wäre nicht der optimale Weg. Genauso, wenn die Großmutter hier unten wäre. Wenn die Großmutter hier direkt am Fluss wohnen würde, dann wäre es geschickt, wenn Rotkäppchen fast zur Großmutter läuft und dann nach oben. Und nicht erst hier zum Fluss und dann darüber. So, jetzt kommt deine Überlegung. Was habt ihr gemacht? Also, wir haben gemerkt, dass irgendwie der, also dass irgendwie der klappt. Und dann haben wir den überlegt, okay, die kürzeste Strecke ist ja immer die, wenn wir quasi direkt zur Großmutter gehen, aber das nimmt ja den Fluss nicht mit. Ja. Und dann haben wir den Punkt von der Großmutter am Fluss, also an der Graben. Stopp, genau. Also ihr habt die Großmutter genommen und die Großmutter am Fluss gespiegelt. Okay, kommt dann Großmutter Strich. Okay. Weil jetzt wäre ja quasi die Strecke vom Rotkäppchen, also von R zu G Strich, quasi das, was noch irgendwie dem am nächsten kommen würde, das haben wir erstmal eingezeichnet. Ja, also jetzt ist klar, angenommen Rotkäppchen wollte zu Großmutter Strich laufen. Also die Großmutter auf der anderen Seite des Spiegels. So, keine Ahnung.
Aber mir fällt gerade das Buch nicht ein. Wo läuft jemand durch den Spiegel durch? Alice im Wunderland, oder? Die andere Seite des Spiegels. Also die Großmutter Strich ist in der Parallelwelt. In der gespiegelten Parallelwelt. Im Paralleluniversum für alle Trekkies unter euch. Okay. Rotkäppchen will zu Großmutter Strich durch den Spiegel hindurch, also über den Fluss, dann ist definitiv der Weg von R nach G' der kürzeste. Da sind wir uns einig, oder? R nach G' ist der kürzeste. Okay. Und was habt ihr dann gemacht? Dann habe ich gesagt, okay, also Rotkäppchen läuft wieder, wenn es jetzt zur Großmutter auf der anderen Seite des Spiegels laufen würde, auf den Fluss zu. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich, wenn wir jetzt von dem Punkt, wo Rotkäppchen am Fluss ist, an den Fluss gehen und dann von dem Fluss zur Großmutter auf der vierigen Seite des Spiegels, dann ist das der kürzeste Weg. Und dann haben wir auch nochmal gemessen und haben auch nochmal ein bisschen den Kamm gemessen, warum es auch das da ist. Genau. Das ist die Lösung. Man spiegelt die Großmutter am Fluss. Das gibt Großmutter Strich. Der kürzeste Weg von Rotkäppchen zu Großmutter Strich ist die direkte Verbindung. Und dann müsst ihr sozusagen nur den Teilweg vom Fluss zu Großmutter Strich wieder rüberspiegeln. Und die Begründung, jetzt nur kurz zusammengefasst, weil die Zeit endet gleich, ist die Längentreue der Achsenspiegelung. Dieser Weg hier vom Spiegelpunkt S zu G' ist ja gleich lang wie S zu G. Längentreue der Achsenspiegelung. Wenn der Weg von R nach G' der kürzeste ist, dann muss auch der Weg von R nach G der kürzeste sein. Jeder Weg von Rotkäppchen auf die andere Seite hat dieselbe Länge wie die gespiegelte Variante. Angenommen, ein anderer Weg von R nach G wäre der kürzeste. Also zum Beispiel von R hierhin und dann zu G. Wenn man diesen dann rüberspiegeln wollte zu G', dann würde R ja hierhin laufen und dann zu G' und das wäre definitiv nicht der kürzeste Weg zu G'. Und demnach auch nicht der kürzeste Weg nach G. Ja, der kürzeste Weg zu G und zu G', die sind sozusagen analog wegen der Längentreue der Spiegelung. Und insofern ist es geschickt, erstmal G am Fluss zu spiegeln, dann den kürzesten Weg zu nehmen und dann wieder zurückzuspiegeln. Okay,